Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Factorio. Weiter geht's. So, ich musste leider ein bisschen was ändern. Und zwar gab es hier Probleme, weil die Pumpen hier in dieser Kurve standen. Und deswegen haben die Pumpen hier nicht abgesaugt, den Zug. Das habe ich dann eben einmal kurz geändert. Und siehe da, wir haben die ersten Plastikvorräte im Petto. So, jetzt hatte ich aber noch ein anderes Problem. Und das ist ein bisschen schlimmer. Und das besagt, wir haben jetzt genau dieses Problem, was ich vorher gesagt habe, dass unten, Moment, wir fahren mal hin. Also einsteigen müsste man noch. So, dass wir hier genau dieses Problem haben, dass wir jetzt das Gas brauchen, aber das Gas nicht produziert werden kann und auch leer ist, weil die anderen voll sind. Entschuldigung. So. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen dran arbeiten, dass wir dort einen Überlauf hinbekommen. So, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wir werden jetzt einfach mal irgendwas basteln. Mal gucken, ob das Basteln gut funktioniert oder nicht. Wir laufen nochmal zurück. Wir holen uns nochmal. Okay, die haben wir mit. Alles gut. So, ich habe noch wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. So, das ist das Erste. Okay, kurz überlegen. Hier kommen wir schon mal nicht raus. Das ist schon mal Kacke. Deswegen werden wir das mal ganz kurz umreißen, ummodeln. So. Oh, das geht auch nicht. Das wird aber funktionieren. Okay, so. Das ist umgemodelt, weil wir hier raus müssen. So. Da werden wir noch eine Pumpe reinmachen. So. Und dann müssen wir mal überlegen, wie wir es machen. Das. 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 Hier geht es auch nicht. Da müssen wir auch nochmal ändern. Das. Okay, dann müssen wir doch nochmal ganz komplett umbauen. Wie sieht es denn mit diesem Trick hier aus? So, das geht auch nicht. Doch, geht. Sieht halt jetzt super scheiße aus, aber es funktioniert. Okay, so, das machen wir hier hin. Das machen wir dorthin. Das hier hin. Okay. Gut. Also, die Überlegung ist die. Wir brauchen hier alle vier Materialien irgendwo. Wir machen mal ganz kurz Strom hier überall hin. So, okay. So, und die sollen ja nur angehen, dann, wenn wir zu wenig X haben. Das bedeutet, ich habe noch, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt richtig baue oder falsch baue. Ich mache es jetzt gerade einfach mal. So, was mir jetzt gerade spontan einfällt. Ich würde es ja tatsächlich so erstmal probieren. So. Okay. Da. Ist das sinnig, was ich gerade gemacht habe? Also hier sind jetzt erstmal alle drei drinnen. Das machen wir nochmal ganz kurz ab. Das machen wir ganz kurz weg.
Jetzt müsste ich nur mal eben überlegen. Ich muss mal was probieren. Wie gesagt, ich bin mit diesem ganzen Kabelgedösel am Tal nicht so tatsächlich gar nicht so komfort. Also ich bin da wirklich raus. Ich habe wieder so Überlegungen. Da fehlt doch einer, oder? Achso, es fehlt einer, weil... Ja, natürlich. Jetzt ist die Frage... Okay, das funktioniert schon mal nicht. Ich bräuchte 4 Stück von denen. 1, 2, 3, 4. Hoppala. So. Das. Okay. Jetzt müsste ich die 4 und dann hätten wir den. Wie gesagt, also der mein Plan ist jetzt gerade. Wir fangen oben an mit Basic Öl. Ich werde diese 4 jetzt hier einspeichern. Ihm sagen, so, sobald du über X bist, darfst du die Pumpen anschmeißen. Wenn du unter X bist, darfst du das nicht. Das ist Gas, glaube ich, gewesen. Wenn du über X bist, wie gesagt, darfst du die anpumpen, anmachen. Wenn nicht, dann nicht. Und wir geben dann den Pumpen zurück. So, let's fucking go. Du musst. Brauchen wir dann den hier überhaupt? Wir könnten die einzeln anpingen oder wir machen sie kompletto. Ich würde jetzt sagen erstmal kompletto. Hier passen 350.000 rein. Genau, 350.000. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier 300.000. Die... Hoppala. Ja, ist gut. Lass das. So, das da würde ich nämlich gerne kopieren. So, dann brauchen wir das nämlich. Hoppala. Ah, okay, das war noch von gestern. Alles gut. So, das. Und das. So, den haben wir jetzt einmal erst mal eingestellt. Ja, ist doch jetzt gut, Mann. So, jetzt haben wir eingestellt. Bei über 30.000 gleich und über sollst du bitte das Signal rausgeben 0 Eingangszähler 1. Ich glaube, so rum war es richtig. So. Okay, der gibt dann die 0 raus. Hier empfängst du die 1. Wenn du... Muss ich kurz überlegen. Wenn du weniger als 4 hast, sollst du die 2 ausgeben. Das bedeutet, das verbinden wir auch. Er hat... Warum hast du nur 1? Ist das richtig? Das ist richtig. Oh, das stimmt sogar. Okay, dann machst du das. So, und er sagt dann, da wir jetzt die 1 hier drin haben, sobald du die 1 hast, gleich 0, gehst du... ich hoffe, das war jetzt richtig. Wir werden es gleich sehen. Wenn nicht, müssen wir da nochmal umstellen. So. So, jetzt müssen wir diese komischen Müllentsorger bauen. Diese Filteranlagen. Diese da. 1, 2, 3. Und wir bräuchten einmal Gas. Auch wenn ich nicht glaube, dass das Gas hier das Problem sein wird. Aber wir bauen es trotzdem. Den mal so. Ich bin gespannt. Wie Flitzebogen. So. Das kommt hier hin. Wir könnten das schon mal ein bisschen weitermachen.
dass wir das vielleicht da dran machen können. Hier müssten wir das, glaube ich, auch nochmal machen, dass wir das maybe hier dran machen können. So. Oh, egal. Egal. So. Gut. Das Ding läuft auch, oder mehr oder weniger. Das Problem wird immer noch hier unten ja sein. Den machen wir dann halt doch als nächstes. Haha, müssen wir ja auch. Und ich meine, dass es jetzt funktioniert. So. Okay, es funktioniert nicht. Weil wir es falsch rum haben. Ah ne, warte mal, wir müssen das ja wirklich falsch rum. Warte mal. Das ist ja Blödsinn, was ich jetzt hier gemacht habe. Okay, wir müssen es doch anders planen. Scheiße. Okay, wir müssen es anders planen, sonst ist ja Blödsinn. Sonst ist ja Blödsinn. Wo ist denn jetzt hin? Da. Sonst vernichtet der ja auch immer das Zeug, was wir eigentlich brauchen. Das ist ja kompletter Blödsinn. Nämlich jetzt bräuchten wir Gas und Gas tut er jetzt die ganze Zeit vernichten. Das ist ja kompletter Bullshit, was ich hier gemacht habe. Okay, wir müssen das nochmal ganz kurz entkabeln hier. So. Einmal entkabeln. Das ist Blödsinn, was ich hier gemacht habe. Das auch weg. So. Okay, wir fangen oben an. Wenn er 0 hat, dann, das müssen wir auch nochmal wegmachen. Wir brauchen mehr, ganz klar mehr Kabel. So, das kommt dann hier dran. Okay, aber es sieht halt, das sieht, weil, also so ein bisschen müssen wir aber auch schon machen. So, das kommt dann, können wir hier noch ein, egal, so. Nicht sehen, nicht gucken, nix. So, das kommt hier dran und das kommt dort dran. Okay, wenn du die 1 rausgibst, nee, wenn du die 0 rausgibst, dann sollst du anspringen. Warum springst du immer noch an? Ich frag für einen Freund. So, und warum springst du denn nicht an? Okay, Moment. Ganz kurz überlegen. So, du hast Output das hier, richtig? Nee, oh. Nee. Wie zu lang? Hä? Ach so. So. Ich habe das falsche Kabel dafür benutzt, oder? Moment, das ist Gas. Nee, das war doch richtig. Entschuldigung. Das Kabel war doch richtig. So, warte mal. Wenn du 0 gleich 0, aber du gibst doch gar keine 0 raus. Also warum gehst du raus? Ach so. So. Er müsste jetzt eigentlich angehen. Wir gucken mal, warum nicht. Er müsste eigentlich jetzt angehen. Warum geht er nicht an? Keine Komponenten. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Keine Komponenten? Muss ich das mit dem hier wegmachen? Oh. Okay. Mein Problem. 1, 2, 3. So, im Regelfall müsste er jetzt das ganze Zeug dort wegballern. Er hier kriegt nichts mehr. Er kriegt auch nichts mehr. Ja, ich glaube, dann haben wir es. Einmal Verkabelung falsch. Okay, und wir gehen jetzt nochmal durch, dass wir das wirklich richtig gemacht haben. Wir gucken nochmal.
ob es jetzt so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und der muss noch, so. Die gehen jetzt natürlich gerade alle nochmal einmal an, weil er ja Pulver im Köcher ist. Er sollte aber eigentlich nicht, ach so, warte mal, er hat gar keine Verbindung mehr, Entschuldigung. Er hat gar keine Verbindung mehr, es tut mir leid. So, okay, also, gehen wir nochmal ganz kurz durch. Wir haben alles mit grün verschachert hier, also die drei Dinger, vier, und gehen da mit rein. Sagen hier, mit jedem, so, wenn du über 300.000 hast, sollst du einen Ausgang 0 rausgeben. Den Nuller Ausgang, also den Ausgang 0 geben, nehmen wir und gehen zu der Pumpe und sagen, sobald du die 0 einmal hast, sollst du ausgehen. Wenn du die 0 0 mal hast, gehst du an und verbrennst das Zeug. Ja, dann passt das doch jetzt, oder? Weil hier, er läuft jetzt hier so ein bisschen dahin. Aber es funktioniert. Wir produzieren neues Gas. Gas ist, kommt langsam rein. Nicht schnell, aber es kommt. Und somit haben wir den kompletten Umweg. So, jetzt muss ich aber ganz kurz mal was gucken. Wow, Gas. Herstellung. Wir wollen es herstellen. Wir kriegen hier tatsächlich nur 20 Gas raus. Das ist ein bisschen sehr wenig, oder? Aber wir haben keine andere Möglichkeit, gerade Gas herzustellen. Das ist auch interessant. Okay. Das ist blöd. Naja, egal. Müssen wir halt mit auskommen. Aber im Regelfall dürfte es jetzt funktionieren. Er brennt natürlich jetzt durch, ne? Er wird jetzt auch runtergehen auf 30.000. Wenn er auf 30.000 ist, dann geht die Pumpe aus. Ja, okay, dann haben wir das auch. Somit dürfte, nicht nur dürfte, somit läuft auf jeden Fall jetzt der ganze Bums. Und wir dürften eigentlich keine Probleme mehr haben hier. Das Ganze sieht ein bisschen sehr wild aus. Ich muss mir mal überlegen, ob wir hier diese ganzen Tanks und so weiter in den nächsten Slots immer hier oben bauen, dass das einfach ein bisschen übersichtlicher ist. Also, dass wir hier, ja, das ein bisschen anständiger bauen. Vielleicht machen wir uns da auch eine Vorlage, so zwischen 1 und 4 Warenausgänge. Okay, aber das haben wir geschafft. Das bedeutet, wir können diesen Punkt löschen. Wir haben Kunststoff. Kunststoff haben wir drin. So, wir müssten eigentlich mal gucken, was uns dann jetzt noch eigentlich fehlt. Wir gucken mal kurz durch. Aluminium, bla 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 bla, das haben wir alles. Das haben wir. Silikon. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich meine, wir hätten Silikon nicht drinnen. Ne, haben wir auch nicht. Okay, Silikon wäre dann das nächste, was wir uns angucken müssten. Wir gucken mal ganz kurz rein. Silikon. Silikon, und zwar den hier. Dann brauchen wir das da und das da. Wir machen hier ganz kurz auf Matrix, dass es aufgelöst wird. Dann machen wir ihn hier. Das ist aber eine Herstellung, die direkt am Werke funktioniert. So, dann brauchen wir das. Das ist klar, das ist ja über die. Okay, Silikon. Und dann war es das eigentlich schon. Ja, perfekt eigentlich. Ah, okay, hier brauchen wir aber auch Carbon. Warte mal, hatte ich das Silikon nicht da unten schon hergestellt? Oder wollten wir das nicht herstellen? Moment. Hier. Nee, da. Ach, das Silikon. Hä? Nee. Wait a minute, jetzt bin ich durcheinander. Aber das ist kein Silikon, oder? Was ist denn das? Steht halt nirgendwo drin, ne? Ist das Silikon? Ich sage nein. Okay, da gucken wir gleich mal nach.
Wir bauen aber trotz alledem schon mal in der Zwischenzeit die ganzen Sachen. Wir gucken mal, was wir alles brauchen. Ich werde das jetzt auch im kompletten Verbund hier so bauen, wie es da angezeigt wird. Also wir brauchen einmal eine Tier 2 Ofen. Da brauchen wir Steine für, natürlich. Kluck, 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 kluck. So. Einmal eine Tier 2 Ofen. Dann einmal dieses R-Driss-Dingen. Genau, R. Dingen. Tier 1. Dann eine Chemieplate. Welche Stufe? Tier 1. Tier 1. Okay, haben wir auch. Dann Montage. Montage. Ach, Furnace. Entschuldigung. Furnace. So, da will er gerne Tier 2 haben und 2 Stück. Tier 2 und 2 Stück. Und von der Casting hätte er auch Tier 2 und 9 Stück. Wir haben 5. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das lassen wir jetzt in der Zwischenzeit bauen. Dann werden wir runtergehen und werden das dann da einmal aufbauen. Silikon stellen wir auf jeden Fall her, da bin ich mir zu 100% sicher. Und von daher machen wir da also den nächsten Step. Okay, wir haben auf jeden Fall genug Sand, um da unten nochmal zu erweitern. Ja gut, dann parken wir schon mal hier. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Und wünsche euch bis dahin alles Gute und tschüss. Ciao.